Das macht Sina Prüfer. Und 110 Meter Höhe der männlichen Jugend 18, das ist der erste Vorlauf. Die Jungs dürfen nochmal mit Moritz Meinkamp und Wiesmann-Helfer auf der 2, Dominikos Magate, der Sina auf der 3. Oh, und was für ein Stoß, der ging weit raus. Also in diesem letzten Versuch, da zeigen die Mädels doch, was sie drauf haben. 16-10 bedeutet den Sieg und Sina Prüfer 17,50 Meter, deutsche Jahresbestleistung für Sina Prüfer. Ja, und da hat sie doch alles wieder gut gemacht, was sie in Ungarn so unglücklich gezeigt hat im Wettkampf und holt sich hier mit deutlicher Führung 17,50 Meter im letzten den deutschen Meistertitel in der weiblichen Jugend U18. Sina Prüfer, hallische Leichtathletik-Freunde. Ja.